Hallo, hallo, meine Lieben. Neues Follow Me Around. Yay, ein Familienblog. Ihr wünscht es euch immer wieder. Ich nehme euch heute mit. Es steht einiges an. Wir fahren gerade in die Stadt. Einer meiner Söhne braucht nämlich ein paar Klamotten. Der Max, der hat Abiball. Oh mein Gott, große Aufregung. Der Postbote war da und ich werde mit euch kochen. Mal schauen, wie das alles so wird, wie ich mir das so vorstelle, ob ich das so umsetzen kann. Und ja, da hinten sind meine Mäuse. Da könnt ihr sehen. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir alles kriegen in der Stadt. Wir gehen dann auch noch einkaufen, Großeinkauf machen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Hey, wir waren erfolgreich. Da ist eine ganze Tüte voll. Und jetzt geht's zu Subway. Ich liebe Subway. No, genau. Okay. Erfolgreich im Zara. Ich bin ganz stolz. Ich muss euch dann mal die Schuhe zeigen. Da sind sie drinnen. Wartet, ich hole sie mal eben raus. Wie aufregend. Ah, da sind sie. Oh mein Gott, sind die nicht schön? Schaut diese Schuhe an. Sind die nicht schön? Für die Berlinale. Ganz glücklich, dass ich die jetzt ergattert habe und jetzt muss ich mich beeilen, weil mein Mann schon wartet mit den Kindern. Der war nämlich bei den Hüpfburgen und dann gehen wir jetzt einkaufen und dann zum Abiball. Ich muss mich erst noch abschminken, nochmal neu schminken und so weiter und so weiter. Also, ich muss mich beeilen. So, wir sind jetzt gerade im Real. Da ist der Lassie und ich habe jetzt gerade meine Männer gefragt, was ich denn kochen soll morgen und ich soll mal wieder Schweineländchen im Speckmantel kochen. Jedes Mal dasselbe, echt. Oder ich mache Gulasch. Gulasch? Egal. Egal? Hauptsache ja. Spätzle sind dabei, ne? Und Gemüse ja. Und Salat. Okay, also dann kaufen wir jetzt mal ein. Und der Lassie wollte jetzt hier mal ganz kurz wegen seinem FIFA-Spiel gucken. Wie heißt das? Wie nennt sich FIFA 17. FIFA 17. Kostet hier aber 70 Euro. Ganz schön teuer. Bei Amazon ist es günstiger. Okay, jetzt kaufen wir aber erstmal die anderen Lebensmittel und dann schauen wir weiter. Und zum Metzger gehen wir dann später. Und wir müssen uns beeilen. Weil, wie gesagt, heute Abend wichtiger Tag. Wir haben schon richtig viel gekauft. Voll den Großeinkauf schon gemacht. Ich mache nur Spaß. Jetzt sind wir gerade beim Obst. Jetzt kaufen wir ein bisschen Obst und Gemüse. Und dann geht's weiter. So, jetzt sieht der Einkaufswagen schon etwas besser aus. Also Käse darf bei uns nie fehlen. Knoblauch, Kiri, ganz wichtig, Basilikum, Milch, Spätzle für morgen. Dann habe ich jetzt hier Hefe, weil wir ja morgen backen wollen. Eine frische Ananas. Dann habe ich hier eine Kokosnuss. Oh mein Gott, das ist so lecker. Nehme ich mir jedes Mal mit beim Real. Wenn Thunfisch, dann nur Rio Mare. Dann habe ich hier noch Gouda, Joghurt, Linsensalat und einen Bratenfond und Majoran und so weiter und so weiter. Und es wird noch voller hier jetzt gleich. So, schauen wir mal, was der Postbote gebracht hat. Und zwar dieses Paketchen hier von Luvia. Ah ja, cool, genau, stimmt. Den darf ich nämlich verlosen, diesen Kabuki, an euch. Hier steht für deine Abonnenten und hier ist noch der passende Stift. Da werde ich nämlich meinen Namen draufschreiben und jetzt haben wir hier noch was. Und hier steht, hallo liebe Heidi, viel Freude mit deinem neuen Prime Vegan Pinselset. Liebe Grüße, dein Luvia-Team. Och, wie lieb, dankeschön. Und schaut mal bitte, wie schön das immer eingepackt ist mit diesem Seidenpapier und hier mit dieser Schleife. Ich mache das jetzt mal zusammen mit euch auf. So, mal kurz den Karton weg und jetzt machen wir das gemeinsam auf. Oh Gott, ist das schön eingepackt, mit so viel Liebe immer, ne? Eine Schleife. Ging jetzt mit einer Hand ein bisschen schwierig, das ist jetzt auch nochmal eingeschweißt. Ich packe das mal aus und dann zeige ich es euch. Schaut mal, wie edel das aussieht hier mit diesem Satin-Säckchen. Die hier sind dann scheinbar alle drin. Es ist alles vegan und tierversuchsfrei, aber das wisst ihr ja schon, habe ich euch ja schon des Öfteren davon erzählt. Und jetzt packen wir das mal aus. Oh, das ist richtig edel. Das ist in diesem Perlmuttweiß. Da habt ihr dann hier diese Aufbewahrung, ne? Und da sind dann wahrscheinlich jetzt die Pinsel drin. Moment, ich packe es mal aus. Oh, das ist mit einer Hand aber auch echt schwer. Moment. Tada! Und da sind sie. Edel, oder? Meine Güte, hey, wenn man sowas auf dem Schminktisch hat, da schlägt doch das Frauenherz höher, würde ich sagen. Und dann war hier noch so ein kleiner Lidschatten mit dabei, schaut mal. Ich habe ja schon die Lidschattenpaletten, aber sowas hier kannte ich jetzt noch nicht. Richtig cool. Freue ich mich.
Dann hat mich der DHL-Mann noch bei McDonald's abgefangen. Ich musste dort was abklären im Laden. Und dann meint er so, hey, Sie sind doch die Frau so und so, ne? Ich habe ein Paket für Sie. War ziemlich witzig, ja, kleines Dorf und so. Jedenfalls kam die Foreo Luna an, meine Gesichtsreinigungsbürste. Davon habe ich euch ja schon ultra oft erzählt. Ich liebe sie. Ich habe sie mir jetzt hier in diesem wunderschönen Farbton ausgesucht. Und eine geht an euch. Die werde ich nämlich auf Instagram verlosen hier. Ihr könnt sehen, noch ganz neu, original verpackt. Und das geht an euch. Und dann haben wir jetzt hier drüben noch ein Paket. Das habe ich jetzt noch nicht aufgemacht und da werde ich jetzt mal sehen, was da drin enthalten sein wird. So, jetzt schauen wir da gemeinsam einfach mal rein. Ich liebe das ja, ne, wenn das alles so schön verpackt ist. Ich achte da immer drauf. Ich weiß auch nicht, ich bin so ein kleines Verpackungsmonster. So, okay, das ist ab. Mit einer Hand gar nicht so einfach, wie gesagt. Und zwar, ta-ta-ta-ta, oh mein Gott. Sieht das edel aus. Boah, sieht das schön aus. Und zwar ist es von L'Oreal. So nennt sich scheinbar die Serie. Eine Koriander-Stärke-Kur. Und sie ist für Haare. Ja, hier steht Shampoo, Spülungsbalsam. Hier steht Maske und ein Krafttank. Jo, da bin ich ja mal gespannt. Da werde ich euch auf jeden Fall drüber berichten. Also die Verpackung ist schon mal total edel. Und ja, da lasse ich mich mal überraschen. Werde mir das alles mal durchlesen. Und euch dann darüber berichten. Guten Morgen. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Hat mir mein Mann schon rausgelassen. Voll lieb, oder? Lecker. So, dann trinke ich jetzt mal in Ruhe. Und dann geht's mit der Bella Gassi. Haushalt. Und dann koche ich. So, wir haben es jetzt erst 10 Uhr. Aber ich bereite schon die Schweinelende vor. Damit die dann schön im Wulex noch vor sich hin garen kann. So, während die Schweineländchen schön vor sich hin brutzeln in der Pfanne, bereite ich mal den Teig für unseren Stromboli zusammen mit dem Lissandro vor. So, also wir haben jetzt hier lauwarmes Wasser und da ist der Lassie, der hilft mir jetzt. Jetzt haben wir hier die frische Hefe, die müssen wir einfach hier reinbröseln und dann mit dem Löffel vermengen. 50 Milliliter Olivenöl. Und jetzt kommt das lauwarme Wasser mit der Hefe zum Mehl. Und zum Olivenöl. Super machst du das, mein Schatz. Ganz toll. So sieht jetzt unser fertiger Teig aus. Der Alessandro deckt ihn jetzt ab. Der muss ungefähr für 30 bis 40 Minuten ruhen. Schön in der Wärme. In der Zwischenzeit werde ich mich jetzt um die Füllung kümmern. Beziehungsweise weiter um meine Schweineländchen und die Beilagen. Und ich muss auch noch ein bisschen was putzen. Ne, Lassie? Ja. Aber da hat er jetzt schön Zeit aufzugehen, unser Teig. So, das Licht ist jetzt gerade nicht das Beste. Sorry dafür. Hier ist mein Stromboli. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Fürs erste Mal, finde ich, sieht er ganz gut aus. Und jo, wir lassen es uns jetzt schmecken, würde ich sagen. Ich habe es jetzt mal aufgeschnitten. So sieht es jetzt aus. Lecker, oder? Mega. Hm? Schaut mal, was der Max angemacht hat. Max, dein Ernst? Sinnlich. Ist doch nicht Weihnachten. Hallo, da bin ich wieder. Meine Mäuse spielen gerade Fußball. Wir sind jetzt mal rausgegangen und wollen noch ein bisschen die Sonnenstrahlen einfangen. Ich habe natürlich zu Hause alles schön ordentlich aufgeräumt und es war so lecker. Oh mein Gott, das Mittagessen war so lecker. Und wir haben natürlich auch die Bella dabei. Wir laufen dann noch eine Runde und ich würde sagen, ich melde mich dann am besten zu Hause nochmal bei euch. Da sind sie.
Super! Da ist die Bella. Ja, Bella. Bella! Alessandro möchte jetzt in die Badewanne. Ich habe hier noch was von Lush. Gehen wir jetzt mal rein. Ui, Lassie, schau mal. Das ist auflöst. Cool. Ich hatte jetzt noch Teig übrig. Jetzt habe ich noch schnell eine Tomatensauce köcheln lassen und habe ihnen Pizza gemacht zum Abendessen. Max versucht mir gerade meine Kokosnuss aufzumachen. Ich brauche nur ein Loch, Schatz, für den Strohhalm. Mehr ist es nicht, Schatz. Ich will es aber richtig machen. Du willst es richtig machen? Na gut, also der Max will es richtig machen. Max ist so mein Ingenieur. Oh, mein Arbeitsblätter nicht kaputt. Hab ich gerade nochmal gewischt. Also, klappt's? Naja, echt alles. Neuer Tag, neues Glück, da bin ich wieder. Ich habe das Ganze heute nochmal ausprobiert, weil mich das doch sehr interessiert hat. Meiner ist ja gestern recht klein geworden, mein Stromboli. Und heute, finde ich, ist er ideal geworden, richtig schön groß, vielleicht ein bisschen zu groß sogar. Ich schneide ihn jetzt mal auf und zeige euch mein Ergebnis. So, jetzt schauen wir mal. Wow, lecker. Hallo, oh mein Gott, jetzt denkt ihr euch, hä, was ist jetzt passiert? Ich habe vergessen, den Anfang vom Abiball zu filmen, also als wir reingegangen sind und so, es war alles ziemlich aufregend. Jetzt sind wir gerade aktuell in Berlin, es geht gleich auf den roten Teppich zur Berlinale. Ich bin total aufgeregt, wollte euch jetzt aber im Anschluss noch ein paar Eindrücke von Max sein Abiball zeigen. Abiball hört sich ja immer total spannend und edel an, aber das ist eigentlich eher ein Faschingsball, denn der Max wird ja erst im Mai sein Abitur machen und deshalb ist es eigentlich eher so eine Feier und die Jahrgangsstufe, die tanzt da auch ganz fleißig, hat monatelang einen Tanz einstudiert, den ich euch jetzt eben, wie gesagt, im Anschluss mal einblenden werde, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt und jetzt, wie gesagt, geht es gleich auf den roten Teppich. Ich bin total aufgeregt und das Video dazu werdet ihr dann in den nächsten Tagen sehen. Also viel Spaß jetzt beim Abiball. Und jetzt gehe ich heim. Schön war's, lustig war's, vor allen Dingen.